Nicht so, oder? Junge, meine Spitze ist tiefer als deine. Mein Buch probiert mal wieder auf dem Wasser rauf. Dann ist richtig. Das ist nur so voll der Tümpel hier. Mit Platte oder mit zwei Tüten? Ja. Ja, ich werde mich drum kümmern. Ja, liegt besser als im Wasser, ja. Komisch, ne? Das ist die Motortrennung. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ich sag mal, Gleitfahrt kommt da ja so. Guck mal, ich bin auch nur mit zwei Akkus vorne recht viel, siehst du, oder? Mhm. Ist das schon Gleitfahrt bei mir? Ja. Das geht ziemlich schnell bei dem Boden, ne? Müsste man auch merken, wenn man ganz, ganz langsam Gas gibt, müsste er, sobald er ans Gleiten kommt, schneller werden. Mhm. Knackst du am richtigen Boden, merkst du nicht toll. Das gibt immer Bock, hätte. Ja, weil Sven ist schon mit Brandung. Ja, ich auch. Du musst immer zusammen an der Elbe fahren, die Sonne ist noch nicht. Die Strömung, wenn das Ding sich überschlägt, kannst du abschreiben lassen. Okay. Wir müssen vorhin in den Zeitenkalender gucken, dann wissen wir genau, was steht. Du hast die Brandung ein bisschen hart, aber das Ende ist ja egal. Ich glaube nicht, dass das so hart ist. Nein. Das drückt ihn halt, ne? Ja. Okay, für heute sind wir den ganzen Speicher. Ich bin mit Speicher vor. Oh.